So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung zu Anno 1602. Wir spielen heute die Mission Konkurrenzdruck. Und darin geht es um Folgendes. Nach vielen überstandenen Abenteuern habt ihr nun die Herrschaft über eine glückliche und wirtschaftlich starke Kolonie. Euer Erfolg ist in aller Munde und hat bereits erste Konkurrenten angezogen. Doch euch gehört der alleinige Anspruch auf die gesamte Inselwelt. Verteidigt euren Besitz und vertreibt eure Gegner. So, dann starten wir die Mission nochmal. Wir nennen welche Bände, wie immer, wir sind blau, wie immer. Wir klicken hier weg und wir sagen zack, zack, zack. So, und dann würde ich mal zu dir dahin gehen. Eure Stadt wächst und gedeiht. Nämlich etwas, was andere nicht wissen. Zack, 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 zack. Und dann machen wir das hier genauso, zack. Zack, 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 zack. Und dann sagen wir hier fluff, fluff, fluff. Fluff, fluff, fluff. Fluff, fluff, fluff. 50, weg, 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 weg. Und dann gehst du mal nach da oben. Und du hier, du gehst nach da oben. Sag mal, wollt ihr mich jetzt ärgern? Eine neue Siedlung wurde gegründet. So eine Kacke. Okay, und dann gehe ich mit dir mal dahin und sag zu euch, bitte da rein. So. Natürlich gucken, eventuell müssen wir neu starten, dass wir den rechtzeitig abfangen. Was ich ja nämlich machen soll, ist, ich soll die Leute alle ausrotten. Wobei wir eigentlich mit dem hier schon sagen können. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Ja, das weiß ich alles. So. Und dann kannst du mal hier hoch. Für eure großen Taten soll euch ein Triumphbogen ehren. Genau, wir machen jetzt die Schiffe platt. So, dann könnt ihr eigentlich mal wieder nach Hause. Ihr könnt auch nach Hause. So, und dann mache ich hier nämlich mal gleich mal... ja, friedlich war das jetzt nicht, aber Konkurrenz. Konkurrenz. Speichern. Spielstand gespeichert. So, das war jetzt ein bisschen happelig. Mein Schiff fährt los, oder? Da ist es. Genau, bei dem aktuellen Umsetzungsstand würde ein Kanonier reichen. So. Warum wir das gemacht haben ist, wie gesagt, ich kenne die Mission ja schon, warum wir das gemacht haben ist, wir haben einfach weniger Konkurrenz, mit der wir uns später rumschlagen müssen. Ich weiß einfach, dass in Anno 1602 Kriege nicht wirklich Spaß machen und der Gegner hier wird schlimm genug. Es ist sogar so schlimm, dass ich eigentlich im Grunde die ganzen anderen Inseln besiedeln muss. Weil der mir halt sonst... So, erstmal hier, dann 1,
Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Super. Die Insel hat reiche Eisenerzvorkommen. Oh. Ja. Du bist jetzt nicht abgeschmiert, oder? Okay. Es sieht so aus, als ob es abgeschmiert ist. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder. Vielleicht sollte ich einen X-Kill aufmachen. So. X-Kill. Da wäre das. X-Kill. Cheerio. So, das kann sich nur um Stunden handeln. Nur um Stunden kann es sich handeln. Ich bin jetzt mal spaßeshalber. Na? Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Das eine Schiff ist auf dem Rückweg, das andere Schiff ist auf dem Vorweg. Genau. So. Das heißt, wir düsen einfach weiter. Wir müssen jetzt halt aufpassen, dass wir unsere Bürger nicht verhungern lassen. Weil wir quasi unsere Kriegsschiffflotte auf die richtige Patrouille schicken müssen. So. So, der ist oben angekommen. Der kann mal hier hin und sein Zeug ausladen. So, wir gehen auf 50. Das wäre der da. Das wäre der da. Und das Piraten greifen euch an! So. Gut, dann mal jetzt nochmal speichern. Gesichert. Einfach damit wir es gemacht haben. Und dann sagen wir hier mal. Hier mal sagen, reparieren. Hier haben wir gesagt, ausladen. Hier würde man sagen, ausladen. Und dann würde ich zu dir doch mal sagen, schauen wir mal nach einer sinnvollen Route. Was ist hier oben? Hier ist Lebensmittel. Da ist Holz. So, da ist Wein und Tabak. Das heißt, hier würde ich sagen, Tabak und Wein. Haben wir hier, haben wir Gewürze. Was haben wir denn da unten? Stoffe. Okay, sammeln wir hier nochmal Gewürze ein. Und von mir aus auch Lebensmittel. Und dann gehen wir hier hin und sagen hier Lebensmittel raus, Gewürze raus, Alkohol raus und Tabak raus. So, und dann kannst du mal auf Reisen gehen. Und bei dir würde ich eigentlich mal den Einkauf hier in die Tonne packen. Schiffsreparatur beendet. So, und dann würdest du nämlich... Der hat gerade ganz viel Lebensmittel. Dann gehst du mal hier oben hin und sagst Lebensmittel. Dann gehst du nach... Da brauche ich keine Lebensmittel. Da geht schon jemand hin. Da geht auch schon jemand hin. Wobei ich mir da auch Lebensmittel mitnehme. Und hier würde ich dann noch Stoffe sagen. So, und dann kannst du hier wieder zurück und ausladen. Lebensmittel und Stoffe. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Und dann kannst du mal losdüsen. Weil du jetzt erstmal deine Lebensmittel loswirst, bitte. Ich glaube, das ist gerade wichtiger. Die Feuerwehr ist da, die Feuerwehr ist da. Das ist super. Dann würde ich da mal vielleicht noch ein paar Straßen hinbauen. So.
Und dann sagen wir zu dir hier mal ausladen. Lebensmittel, Lebensmittel und Lebensmittel. Und dann kannst du jetzt bitte auf Runde gehen. So, haben wir das da schon mal erledigt. Dann machen wir hier noch die Häuser weg. So. Speichern nochmal. Gesichert. Ich heute irgendwie das Gefühl habe, heute ist der Wurm drin. Ein Triumphbogen soll eure Herrschaft rühmen. So, dann hätten wir die ersten Konkurrenten schon mal ausgeschaltet. Wir können hier die noch mal Ressourcen forschen. Dieser Insel sind erkundet. Eine Erzader wurde gefunden. Ich dachte, es war eine Reiche. Okay. Könnt ihr noch mal nach Hause? Und dann könnten wir euch wieder ausladen. So. Der hier, der wird eine Herausforderung. Wir werden aber mal versuchen, es nicht allzu sehr zu übertreiben. So, der braucht auf jeden Fall ganz schön viel. Oh, er baut Schiffe. So. Gut, das heißt, was ich jetzt ganz gerne machen würde, ist, ich würde ganz gerne ein paar Inseln besiedeln. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ja, und das will ich jetzt auch schon machen. So, du darfst nochmal zur Seite. Wir müssen nochmal durchgucken, ob wir noch woanders... Okay, da haben wir auf jeden Fall Stoffe in der Menge. Wir müssen nochmal durchgucken, ob wir auch noch irgendwo anders Einkäufe haben. So, da haben wir keine. Da haben wir keine. Und da haben wir keine. So, und da haben wir auch keine. Super. Gut, dann würde ich das mal eigentlich so laufen lassen. Wir haben ja jetzt so zwei Schiffe. Für dich würde ich auch gerne eine Route festlegen. Und zwar, da unten gibt es relativ viele Stoffe. Da unten gab es relativ viele Stoffe. Dann hat sich die Geschichte erledigt. Gut, dann würde ich mit dir eigentlich mal die ganzen Schiffe abklappern und das Werkzeug einsammeln. Einfach um Werkzeug und Holz einsammeln, genau. Einfach damit mir das Zeug, wie sagt man das? So. Gut, hier wollten wir unsere Kanoniere ausladen. Dann wollten wir hier zur Werft gehen. So, und da muss ich jetzt ein Auge drauf haben. Lebensmittel sieht gut aus, Stoffe sieht gut aus, Alkohol sieht gut aus, Gewürze sieht gut aus. So, Kanonen werden produziert. Das sollte dann passen eigentlich. Spielstand gespeichert. Also ich denke, bei der Karte ist es halt schnell sein einfach wichtig. So. Dich will ich haben, dich will ich haben. Von mir aus können wir dich auch noch mitnehmen. So viele brauche ich eigentlich gar nicht. Dann würde ich mal dahin gehen. Hast du auch noch irgendwas? Eine Tonne Werkzeug, 30 Tonnen Holz, 30 Tonnen Steine. Können wir nämlich da und da sagen, die werden besiedelt. Wenn sie gut sind. Die hat halt Tabak. Und vor allem Eisenerz. Das wäre mir halt wichtig. Wobei ich wirklich erstmal die guten Inseln abklappern würde. Was brauche ich eigentlich für den Kontor nochmal? So, bleib mal hier stehen. Ah, drei Werkzeuge brauche ich auch noch. Okay. Das
Das heißt, das brächte mir gerade eh nichts. Dann müsste ich da weiterfahren. So. Da ist noch in Ordnung. Badadam. So, die Straßen, die können wir eigentlich ausbauen. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und so. Und so. So, das Schiff ist da. Dann nehmen wir dich mit. Nehmen wir dich mit. Und nehmen wir dich mit. Gut, dann geht's da runter. Habe ich da eigentlich auch noch Werkzeug? Ja. Es würden aber wahrscheinlich bald die ganzen Bürger mitnehmen. So, ich bin heute ein bisschen paranoid, deswegen speichere ich gerade so viel. Weil, wir haben ja vorher gesehen, was passiert ist. Okay, da können wir noch ein Werkzeug abstauben. Und Gewürze brauchen die eigentlich auch nicht. So, sind die Bürger glücklich? Ja, die sind relativ glücklich. Die können auch ein bisschen da bleiben. Das interessiert mich gerade wenig. So. Okay. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Ach, Jungs. Also, eure Steuern kann ich auf jeden Fall schon mal erhöhen. Ihr seid auch in Ordnung. Ihr habt keine Schule. Und ihr habt kein Wirtshaus. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Okay. Ist mein Schiff vielleicht bald mal fertig übrigens? Dich könnten wir mal reparieren. So. Wo habe ich denn die Universität? Ich müsste eine Universität haben. Ein Schiff wurde repariert. Ja, die wollen erst noch eine Universität. Okay. Dann kann ich dich eigentlich mal dahin setzen. Und mir überlegen, was ich mit euch mache. So. Eine Werkzeugschmiede. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Oh, und die Pest haben wir auch noch. So, und die Feuerwehr war wo? Ein Schiff wurde fertiggestellt. Perfekt. So will ich das ja haben. Mit einem Handelsschiff kam die Pest euer Land. Das habe ich schon verstanden. So, euch will ich mal haben. 50, ja, von mir aus. Und dann gehen die wieder zurück. Gut. Vielleicht sollte ich ja mit dem Schiff wo ist denn der Kleine jetzt? Der sollte doch hier hinfahren. Hängt der noch darum? Er hängt noch darum. Okay. Gut, das heißt, ich kann jetzt eigentlich Inseln besiedeln gehen, aber wenn ich jetzt dieses Schiff habe, dann nehme ich das doch lieber. Weil es einfach schneller ist. So. Oh, der hat nicht wenige Schiffe. Der hat nicht wenige Schiffe, muss ich sagen. Punktinformation. Wie viel? Ah, okay, die gibt's noch gar nicht. Also der wird auf jeden Fall spannend. Und was ich jetzt halt verhindern möchte, ist, dass er noch große Inseln und Ressourcen bekommt. So. Können wir eigentlich dich nehmen und sagen,
Zack, alles wieder zurück. Alles wieder zurück. Alles wieder zurück. Und dann sagen wir hier nämlich runter, runter, runter.